Nu chita cu să umi dăm tema Freundschaft în mai în leve. Freundschaft. Haben Sie einmal das Gefühl erlebt? Ein schönes Gefühl, dass die Wärme, die Liebe, die Zärtlichkeit, das Vertrauen und den Respekt gleichzeitig vereint. Das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein, hilft nicht nur in schweren Zeiten, dabei den Alltag zu bewältigen. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, für einen anderen Menschen eine wichtige Rolle zu spielen. Nicht zuletzt hilft die Freundschaft bei vielen Entscheidungen. Ich habe keine Lebenserfahrung, aber ich weiß genau, dass ich alles in meiner Familie finden kann. Ich habe gute Beziehungen zu den Eltern und meine Mutter ist mein bester Freund, der immer bei mir steht. Es lässt mich nie im Stich und ich kann auf sie ganz verlassen. Meine Mutter ist für mich der Freund, der gut zu hören kann, dessen Ratschläge sehr notwendig sind, dessen Lächeln das beste Medikament in jeder Situation ist. Ein echter Freund gehört zu den wichtigsten Bezugspersonen, besonders für alle, die allein oder weit weg von ihrer Familie leben. Mit ihnen teilt man Interessen und entdeckt Neues. Sie sind auch in schweren Lebensphasen, zum Beispiel während einer Krankheit, eine große Stütze. Damit werden die Freunde zu einem Art Wahlfamilie, also zu einem gleichwertigen Ersatz für die Blutsverwandten. Im Laufe des Lebens wird es schwerer, einen richtigen Freund zu finden. Das ganze Leben lernt man voneinander und miteinander leben. Auch man lernt auf die Leute zu gehen. Einen Freund muss man erobern, wie in der Geschichte von Exupéry. Man muss die Freunde zähmen. Aber wie? Zuerst muss man geduldig sein. Ich möchte einige Zitaten aus dieser Geschichte anführen. Wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie Durchsand sein. Ich werde den Wand deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Also ich bin für meine Freunde verantwortlich, wie in der Geschichte, die meine Oma erzählt hat. Es waren einmal zwei Jungen, zwei Nachbarn. Sie waren richtige Freunde und untrennbar. Die Zeit lief so schnell. Bald verliebten sie beiden in zwei Schwesterzwillinge und verheirateten. Das Leben war schön. In der Familie wuchsen die Kinder auf und die Freunde arbeiteten, träumten und planten etwas weiteres im Leben. Aber der Krieg zerstörte alles. Die beiden gingen auf die Front. 3 Jahre teilten sie Schmerz, Leiden und im April 1943 kehrte ein Freund aus dem Kampf nicht zurück. Warum ist jetzt alles anders, als ob alles wie immer ist? Derselbe Himmel, wieder Grau, derselbe Wald, dieselbe Luft und dasselbe Wasser. Nur er kehrte nicht zurück aus dem Kampf. Er schwieg zur Unzeit und hat nicht im Takt gesungen. Er sprach immer über anderes. Er ließ mich nicht schlafen. Er stand bei dem Sonnenaufgang. Und gestern kehrte er nicht zurück vom Kampf. Nikolai kam in sein Dorf als Held im Mai 1945 zurück. Das ganze Leben sorgte er für 2 Kinder seines Freundes Alexander. Halb der Familie machte immer die schwere körperliche Arbeit. Seit dieser Zeit sind 2 Familien wie eine große Verwandtschaft. Ich bin kontaktlich freundlich und habe gute Beziehungen zu vielen meinen Mitschülern. Aber leider habe ich keinen richtigen Freund und ich möchte einmal ihn treffen. Den Freund, den ich brauche, werde man wie ein Schluck Wasser während der Hitze. Ich brauche den Freund, mit dem geteilte Freude ist, doppelte Freude ist und geteilter Schmerz halber Schmerz ist.